Caraca, não. Okay, Maus hier. Ja. Ich will fliegen. Ich soll mir putzen dich später, ne? Ich geh mal Waschanlage. Brauchst du neue. Digga, was brauchst du? Neue. Ah je. Irgendwie, der ist foliert, der ist nicht lackiert. Also drunter ist er lackiert, aber das ist eine Folie. Mir ist warm, wisst ihr das? Wisst ihr, dass mir sehr warm ist? Ich kann sterben. Was ist das für ein Autos? Ja, ich hab schon Ahnung. Also ich bin kein Profi, um Gottes Willen nicht. Ich habe das weder gelernt noch sonst irgendwas. Mein Wissen habe ich mir halt alles selber beigebracht. So, aber ich bin ja jetzt absolut kein Profi. So, mir reicht mein Wissen. Ich lese halt auch viel und sowas halt. So büchermäßig und so. Und war halt auch in meinem Leben oft dabei bei anderen Menschen, wenn die irgendwas hatten an ihrem Auto und was repariert haben, habe ich das halt, ich habe halt zugeschaut. Und durch dieses Zuschauen habe ich halt auch viel gelernt. Also, viele Frauen würden dann nicht mal zuschauen, das interessiert die nämlich einen Scheißdreck. Ich habe halt da die Interesse da. Also noch live. Eigentlich den ganzen Tag, denke ich, aber mit Pausen. Aber schon so bis. Ich weiß gar nicht, wo haben wir, 20 Uhr oder so, denke ich schon. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich steh mal auf. Ich hab keinen Bock mehr zu sitzen. Oh. Ich muss euch hochziehen. Oh. Hallo, warum geht das nicht höher? Oh. Huh. Ja, also ich bin, was heißt Car-Girl? Für mich sind Car-Girls diese diese Frauen, die sich halbnackt vor Autos präsentieren, das sind wirklich Car-Girls. Da zähle ich die wirklich nicht drunter. So, wisst ihr, was ich meine? Aber ich bin dann einfach eine Frau, die sich halt einfach für Autos interessiert. Frag mich. Ja, ich bin wirklich 22. Warum bin ich? Wieso sagst du das? Meinst du das jetzt auf älter bezogen oder auf jünger bezogen? Na, 460 hat der. Ja, Yusuf, du hast Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Nee, ich habe gar keine Schminke drauf, deswegen es tut mir leid. Also, wenn ihr ein paar Pickel seht, das fängt drauf, CS-Felgen. So, aber ich erzähl's gleich, weil manche nicht wissen, um was es geht. Also, Leute, wir haben ein Gewinnspiel. Oh, das Auto ist warm. Ich hasse es. Bist du schon warm? Warum bist du warm? Wir haben ein Gewinnspiel am Laufen. Es gibt zu gewinnen ein Wochenende mit dem Auto. So, habt ihr einen Führerschein, könnt ihr selber fahren. Habt ihr keinen Führerschein, dann fahrt ihr mit mir. Also dann fahren wir zusammen, wir verbringen zusammen das Wochenende etc. Und ja, genau. Und ihr könnt mitmachen, eine Gap ist zu, ist ein Los und gut ist. Ja. Aber Leute, die hier scheiße babbeln, fliegen eh raus. Und tschüss. Ein Führerschein mehr. Ja, also wenn ihr einen Führerschein habt und trotzdem wollt, dass ich dabei bin, bin ich trotzdem dabei, wenn ihr das wollt. Zum Verständnis. Genau, mitmachen könnt ihr ganz einfach. Eine Geldpistole ist ein Los. Und es fehlen noch drei Geldpistolen und dann machen wir einen Soundcheck. Also 460 PS hat er. In dem Alter, nee, habe ich nicht gelesen. Ne? Fabio macht mit. Fabio macht mit. So. Das Folie, ja. Das Folie drauf. Wer gewohnt. Ist egal. Deutschland, Österreich und Schweiz. Beide nicht. Es ist ein MVCS. Unfall versichert. Leute, das könnt ihr euch doch denken. Da gibt es eine Versicherung. Wenn ich einen Unfall baue, ich bin ja auch versichert. Und ihr seid dann auch versichert. Vollkasko.
Natürlich. Das ist so schwer an. Was? Achso, ja. Ich fühle mich gerade schon wie 40. Ich bin schon Rentner. Ach, ich kann nicht mehr. Und zu Audi. Audi ist auch cool. Ich mag Audi. Mir ist warm. War aus langer Hose, kurzer Hose. Man übernachten, also ich würde jetzt nicht bei den Personen übernachten, ich würde in einem Hotel übernachten, ja. Aber nicht bei fremden Leuten, also da geht mir meine Sicherheit, also auch vor. Mm-mm.